Und wie gerade eben angekündigt, darf ich jetzt unseren Musiker Jannis Rattis bei uns im Studio begrüßen. Schön, dass du da bist. Guten Morgen, hallo. Guten Morgen. Du hast was ganz Besonderes mitgebracht. Ich sehe es auch schon. Ein Geschenk. Ein Geschenk für dich, mich bitte sehr. Dankeschön. Ja. Da Edi wird ausgelassen. Ja, die schöne Frau soll die Geschenke geben. Das ist okay. Eine neue Single oder ein Album, ein sehe Album ich gerade. Seit genau. wann auf dem Markt? Seit 3 Monaten circa. Das sind die Ansichten eines Troubadours. Yeah. Das aktuelle Album. Von mir, genau. Von dir. Hast du auch was mitgebracht, was wir unseren Zuschauern zeigen können vom Album? Richtig, es wurde heute angekündigt, dass ein Video gezeigt wird, nämlich von dem Song Das Kerindai, dem letzten Song auf dem Album. Na, schauen wir es ihn an, vielleicht haben wir den. Ich schau noch mal die Single an, so schaut die aus. Da haben wir es. Genau. Und Jannis hat, wie gerade eben schon erwähnt, eine Single mitgebracht. Und wir wollen natürlich schauen, in welche Musikrichtung das Ganze geht bei dir. Und Blick hinein, liebe Zuschauer. Kerindai, du standest in Flammen, als die Kaiser zogen von dannen und die großen Städte fielen. Tengairo. Weit übers Meer, vor langem die Sippen der Kaisersleut her. Sie waren voll Stolz und voll Anmut im Blick und trugen das goldene Kerindai mit. Dunkles Biest, du bewohnst Biest, wir möchten, dass man nur von dir liest. Beta, lalafu, masenbea, bugayamebe. Bestie vor ihrem Schatz. Ist ein bisschen so Sprechgesang auch, glaube ich. Es ist, du legst sehr viel Wert auf den Text auch. Sehr erzählerisch, genau. Genau, ja. Sehr erzählerische, lange Balladen. Ein bisschen zu viel Text, um in die Charts zu kommen, aber das ist okay. Genau. Ich kann dich aber beruhigen, es gibt viele große Künstler, die mit den Balladen in die Herzen der Menschen hineingekommen sind, aber nicht in die Charts. Das ist ein Phänomen. Und ja? Im Endeffekt ist das auch das Allerwichtigste. Ja. Genau. Jetzt interessiert mich natürlich hier, seit wann machst du Musik? Und wie kommt es, dass du diese Musikrichtung, diesen Musikstil gewählt hast? Mhm. Ich mache lange, sehr lange schon Musik, war lange Gitarrist, als Gitarrist tätig in verschiedensten Projekten. Unter anderem habe ich Jazz fertig studiert und so weiter und so fort. Und das sind meine eigenen Lieder und das ist natürlich das Herzblut. Also man freut sich insbesondere, seine eigenen Lieder performen zu können. Und das Album und 2 weitere sind auch in Planung, genau, beinhalten diesen Stoff. Was für mich immer erfreut, wir haben ja viele Gäste aus der Musikbranche hier, die wir interviewen, und es gibt fast keinen, der herkommt, so wie es früher üblich war, ja, da haben wir einen Freund kennengelernt und da haben wir eine Band gegründet. Ihr seid alles, ihr habt das studiert, ihr habt, also das sind alles Fachleute, da kommen keine mehr so stimmt, ja. Musiker vom Park oder von der Straße. Es ist aber beides wichtig, es ist beides wichtig, also nur studieren ist auch jetzt nicht, denke ich mal, das Wahre, sondern es braucht Erfahrung und Talent auch ein bisschen. Hoffentlich, ja. Hoffentlich aber der Trend da. Geht schon eher, hier, gestern hat mein junger Burschen da gesagt, er spielt 7 Instrumente und 5 gut. Ne? Ja. Aber, oh mein okay. Gott, ne? Ich habe gar nicht gewusst, dass es so viele Instrumente gibt. Nein, aber Spaß für Seite. Ja, ja. Du spielst nur Gitarre, oder? Gitarre, genau, sagen wir mal, Gitarre und Singen ist das, was ich mache. Ja. Ein bisschen Bouzouki wegen meiner griechischen Herkunft tue ich im Klimpern. Ja, das rafft den Namen. Ich bin ein Sportreporter. Ja? Ah, ja. Ich habe den irgendwo schon gehört und ich denke jetzt die ganze Zeit nach. Das ist kein neuer Name für mich. Raftis heißt auf Griechisch Schneider. Oder Raftis, ja, genau. Das ist der Schneider. Ja, also jetzt weiß ich. Zu Deutsch wäre ich Johannes Schneider. Genau. Ja. John Taylor. Oder in Englisch Bridget Taylor. Genau. Bridget Taylor. Was mich jetzt interessiert, Jannis, ist ja so sein Baby. Das ist mein Baby. 12 Lieder sind hier drauf. Mhm. Wie lange braucht man denn, um so ein Album zu produzieren? Man braucht relativ lang, weil das ist viel, wie sagt man, Vorarbeit, die Lieder schreiben, sie arrangieren, die Leute einladen und dann
Da muss man auch das nötige Kleingeld aufbringen, um das Ganze zu produzieren. Also das ist nicht ohne so eine Produktion. In welchen Schritten machst du es? Zuerst die Melodie oder zuerst der Text oder Mischimaschi? Das ist unterschiedlich. Also man hat vielleicht ein paar Texte, Fragmente und bastelt. Jeder komponiert anders. Also ja. Ich kann nur für mich sprechen und bei mir sind es Fragmente, die dann aneinander geschneidert werden. Weil wir haben mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, wenn er die Musik hat, ja, dankt er frei, dass ich dann kann er arbeiten. Und der andere hat zu mir gesagt, nein, ich brauche den Text. Wenn ich den Text nicht habe, bringe mit der es ist so total unterschiedlich. Sehr unterschiedlich. Wie ist das bei dir? Ich habe verschiedene Themen und dann bastel ich. Wird das ein Refrain, das ist in derselben Tonart oder im selben Rhythmus, das kann ein Refrain werden, das kann eine Strophe werden und ein Puzzle. Es ist wie ein Puzzle, genau. Ja. Also super. Die Inspiration im Sinne von, jetzt habe ich ein fertiges Lied, ich bin aufgewacht und ein fertiges Lied, die existiert nicht. Also es kommen vielleicht Themen oder Ideen oder... Genau. Und diese Art, die du präsentierst, ist eine Art, die ja eher zum Zuhören ist. Machst du auch öffentliche Veranstaltungen? Natürlich, oder? Natürlich. Und wie sind da die Leute? Du brauchst ein spezielles Publikum, glaube ich, die ruhig sind und zuhören können. Ich glaube, ich habe eher älteres Publikum, also gesetzteres Publikum. Ja. Und genau wie du es beschreibst, Leute, die da sitzen und die auch den Eintritt zahlen können. Ja. Und genau, weil die Jungen... wollen ja auch, also ich meine, man kann auch shaken zu uns. Also. Das ist nur ein Beispiel, Diana, ein Beispiel. Nein, das stimmt, du hast recht. Ich habe auch an mich jetzt gelacht ein bisschen, wenn ehrlich bin, obwohl ich noch nicht so alt bin. Aber es stimmt, da brauchst du ein gesätteltes, ein gutes, vernünftiges Publikum. Ja, wobei tanzbar ist das Zeug ja auch. Also, ja, das habe ich mal gedacht. Ist sehr, genau, herzlich eingeladen aufzustehen und... aktiv mitzumachen, proaktiv. Edi, das war eine Aufforderung. Ja, jetzt, das ist ein bisschen zu klein darauf. Er kann nicht tanzen. Er war zwar mal bei Dancing Star, aber er kann nicht tanzen. Okay, da sind wir schon zwei hier. Ist gut. Was mich jetzt interessiert, wenn du so die Texte niederschreibst, von was lässt du dich inspirieren? Fallen dir die einfach so im Alltag ein? Das ist eine gute Frage. Zu dem ersten Lied, das wir gehört haben, das Kerindai, ist es vielleicht interessant zu erwähnen, dass ich nebenberuflich noch einen Job habe, der kein Geld einbringt, ich bin Schriftsteller und das war sozusagen der Soundtrack oder der inoffizielle Soundtrack zu dem Buch, das in 2 Monaten erscheint und das ist ein Fantasy-Roman. Also das Kerindai ist sozusagen eine Kreatur oder ein Symbol aus diesem Buch. Ja. Und wer jetzt die Texte kennenlernen möchte, beziehungsweise dein neues Album, wo kann man dich zukünftig sehen? Ab März ist wieder mehr da. Man kann mich gerne auf der Website besuchen, www.janisraptis.com. Im Februar haben wir 2 Auftritte. Und zwar am 29. Februar empfehle ich zu kommen ins, darf man Werbung machen, ist das? Ja, ins Golden Harp im 3. Bezirk, ein kleiner Gig mit 2 anderen Mittelalter-Folkbands, das wird lustig. Das kenne ich, Golden Harp, ist ein Pub. Das ist ein Pub, glaube ich sogar. Das passt doch vom... Da ist der Edi Stammgast. Nein, das ist kein zufällig mehr, nein, Scherz. Genau. Aber das passt wirklich zu deiner Musik, weil das hat auch so eine, ist mit Holz und so, es hat auch eine genau, Stimmung, das passt. Ja. Also. Ich habe recherchiert. Du hast recherchiert. Der Edi ist auf jeden Fall mit dabei. Janis, schön, dass du bei uns warst. Vielen Dank. Und alles Liebe für die Zukunft. Und alles Liebe. Schönen Tag noch. Ja. Dankeschön. Danke. Und wir, liebe Zuschauer, machen hier eine kurze Werbepause und sind dann direkt wieder für Sie zurück. Bis gleich.